Ich den André und der André ist 43. Guten Morgen, André. Ja, guten Morgen, Domian, grüß dich, hallo. André, du hast auch Todesangst gehabt oder hast du welche? Ich habe die immer noch. Warum? Also ich arbeite als Flugbegleiter und für mich war der Jumpwings-Absturz im März in Frankreich? Der Moment, der mein Leben einfach verändert hat. Mhm. Beschreib's mal ein bisschen näher. Wie lange fliegst du schon erstmal? Ich fliege seit fast 15 Jahren, also ja. Nicht bei Jumpwings, bei einer anderen Airline. Ja. Und wir sind an dem Tag aus Palma zurückgekommen, in Düsseldorf gelandet und haben dann die Nachricht bekommen. Also und was hat sich jetzt konkret für dich seit diesem schlimmen Unglück verändert? Für mich ist einfach so, ich fahre jeden Tag mit zum Flughafen mit einem total unguten Gefühl. Also ich bin oft nass geschwitzt, wenn ich da ankomme. Ich habe Kreislaufprobleme. Mein Magen rebelliert und mein Gedanke ist immer, also das Briefing ist halt die Vorbesprechung des Fluges. Mhm. Ich habe jeden Tag eine neue Crew, also jeden Tag neue Kollegen, eine neue Cockpit-Crew und in meinem Kopf ist einfach der Gedanke, wie sind die Piloten? Was für Menschen sind das? Ist das auch jemand, der... Verstehe, du siehst den Piloten und denkst, könnte der das auch machen? Genau, das genau heißt, so ist das. Da ist ein Misstrauen gegenüber dem Piloten. Richtig, genau. Ein generelles Misstrauen. Richtig. Und hat sich das denn ein wenig seit dem Unglück, das ist ja nur auch schon wieder ein paar Monate her, hat sich das etwas verändert? Das ist schlimmer geworden einfach. Das ist so, ich habe immer noch diese Nachricht im Kopf. Ich habe diese Bilder im Kopf. Ich kann einfach nicht mehr entspannt arbeiten. Mhm. Also ich merke das in der Kabine einfach auch, dass ich halt angespannt, die Galley ist halt die Küche, die Bordküche. Wenn ich da mein Service anfangen muss, das heißt, also vor dem Flug alles vorzubereiten, dass ich dann schon merke, so obwohl ich die Kollegen schon vorher gesehen habe beim Briefing und die Türen geschlossen sind, dass ich dann einfach merke, ich krieg Schweißausbrüche und Kollegen oder Kolleginnen fragen mich auch, was ist mit dir, geht's dir nicht gut? Und ich das überspiele, aber ich sehr angespannt halt auch in der Kabine bin. Und kanntest du den Todespiloten? Nee, überhaupt nicht, weil ich bin nicht bei Germanwings, also ich bin bei einer anderen Airline. Und meine körperlichen und psychischen Symptome beherrschen einfach mein Leben. Das ist einfach so, dass ich jeden Tag, den ich fliegen muss, wenn ich aufstehe, wenn ich mich vorbereite, wenn ich mich anziehe, auf dem Weg zum Flughafen bin, einfach merke, dass es mir richtig schlecht geht. Und ich hatte es gestern gefragt, weil ich dachte, dass ihr euch untereinander kennt, auch wenn ihr bei anderen Linien fliegt. Nee, überhaupt nicht. Nee. Also geht das Piloten und Cabin Crew kennen sich gar nicht aus. Also wie geht das denn deinen Kollegen? Geht es denen ähnlich? Also wir unterhalten schon drüber und ich denke mir, viele haben einen Weg gefunden, damit fertig zu werden auf ihre Art und Weise. Wenn man so eine Angst hat, wenn man so eine tiefe Angst hat, dann fokussiert sich ja wirklich die Angst eben auf die Piloten, weil in deren Hand liegt ja euer Leben. Richtig. Beobachtest du dich dabei, dass du die Piloten in besonderer Weise abscannst, wenn du mit denen konfrontiert wirst? Und achtest du auf Besonderheiten bei den Piloten? Also es ist schon so, im Briefing zum Beispiel, wenn wir in der Vorbesprechung zum Flug sind, dass ich eigentlich, das ist so... auch eins meiner Probleme, dass ich halt sehr unkonzentriert bin. Also ich mache mir keine Notizen, ich schreibe irgendwas, aber ich merke, dass mein Fokus auf der Mimik liegt oder schwitzt jetzt jemand von den Piloten oder wie gestikuliert er, wie ist die Mimik und das beherrscht eigentlich so meinen ganzen Ablauf. Deine ganze Arbeit. Meine Arbeit behindert. Ja. Ich bin da eingeschränkt. Wie ist es denn dann während des Fluges? Ich könnte mir vorstellen, dass du dann, der du so erfahren bist, auch auf jede Kleinigkeit, auf jede Nuance achtest, wenn mit der Maschine irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Also ich bin da natürlich klar, wenn es Turbulenzen gibt und die natürlich auch vorher angesagt werden, bin ich routiniert. Für mich ist eher so,
nicht zu wissen, es gibt ja mittlerweile diese Codes, damit wir ins Cockpit kommen können und ich den Service bringen kann, wie Kaffee oder was zu essen. Mhm. Und ich mir denke in dem Moment, was ist jetzt, wenn du den Code eingibst und der stimmt nicht mehr oder du kommst da nicht rein. Das sind einfach so, ich habe so viel Kopfkino. Das heißt, es gibt keinen Arbeitstag, keinen Flug, währenddessen du normal arbeitest, so wie früher? Nee, überhaupt nicht mehr. Und das Schlimme ist, ich habe ja auch Langstreckenflüge und da ist es extrem. Also ich habe im Monat so 2 Langstreckenflüge mhm. und wenn ich die auf meinem Plan habe, sitze ich schon zu Hause und rede mit Freunden darüber und erzähle denen auch, mein Gott, ich habe jetzt so eine Angst, 10 Stunden in die Donbass zu fliegen, also Dominikanische Republik oder nach Kuba. Mhm. Was passiert da? Natürlich versuchen die mich runterzubringen, sagen, okay, das war ein Einzelfall mit German Wings und das nicht jeder Pilot ist so. Und Das sind Freunde, mit denen du darüber sprichst. Genau. Du sprichst aber nicht mit deinen Kollegen darüber. Also die Kollegen treffe ich nicht privat. Also wir haben keinen privaten Kontakt. Das ist so auf einer Langstrecke schon mal gewesen nach dem German Wings Absturz, dass wir darüber gesprochen haben und viele sagen, ja, mir geht's ähnlich, aber das Leben geht halt weiter. Mhm. Die können halt besser damit umgehen. Ich bin sehr, sehr emotionaler Mensch. Und wenn du diese tiefen Ängste hast, was konkret stellst du dir vor? Wie meinst du das? Was? Stellst du dir zum Beispiel dieses Absturzszenarium, wie es da passiert ist, stellst du dir das vor? Stellst du dir vor, wie das wäre, wenn das Flugzeug an einem Berg zerplatzt oder was? Gibt es konkrete Vorstellungen oder ist es eine diffuse, tiefe Angst? Ich habe mir zum Beispiel, als das passiert ist, habe ich mir wochenlang vorgestellt, was natürlich mit den Passagieren, was ganz, ganz schlimm ist, klar, wir nennen die Paxe, passiert ist, aber ich habe mir auch vorgestellt, was mit meinen Kollegen passiert ist. Mhm. Was haben die in dem Moment gedacht? Mhm. Oder haben die mitbekommen, da stimmt doch was nicht und wollten an die Tür gehen? Mhm. Und glaubst du das übrigens, kurze Zwischenfrage, glaubst du, dass die für einige Sekunden oder vielleicht eine Minute kapiert haben, was passiert, deine Kollegen? Glaube ich schon. Also Domian, du kriegst das schon mit, wenn irgendwas in der Kabine nicht stimmt, wenn Turbulenzen sind oder irgendwas anderes oder irgendwie im Cockpit was nicht in Ordnung war, das bekommst du mit. Und die schlimmsten Bilder für mich waren wirklich so, die sind abgeflacht, aber die kommen von Zeit zu Zeit wieder, wo ich mir vorstelle, was haben meine Kolleginnen oder Kollegen gerade in dem Moment getan? Mhm. Ich meine, die haben vorher mit diesen Menschen im Briefing gesessen. Er hat die alle gesehen und die kannten sich wahrscheinlich schon länger, kann ja sein. Und hat die einfach mitgenommen in den Tod, wo ich mir denke, wie kann man so sein? Weißt du, wie ich das meine? So, ja, diese Frage kann man nicht beantworten, warum ein Mensch so etwas Schlimmes macht. Und das sind halt die Dinge, die mich so. Nun stelle ich mir das natürlich extrem belastend vor. Das ist dein Job, für viele ein Traumberuf, den du hast. Und du gehst mit so einer Angst jeden Tag zur Arbeit und gehst deinem Beruf nach. Da musst du was unternehmen. Ja, was soll ich denn machen? Ich möchte gerne weiterarbeiten. Ja, nee, das verstehe ich auch. Ich plädiere nicht dafür, dass du aus deinem Beruf rausgehst, sondern ich plädiere dafür, dass du dir da unbedingt für eine Weile, das muss jetzt keine Riesentherapie sein, aber eine psychologische Beratung oder Training, ein Coaching suchen musst, damit du lernst, damit umzugehen und vor allen Dingen dieses loszulassen, dass diese Angst, dass die dich loslässt oder dass du diese Angst loslässt, damit du wieder in eine Lebensqualität kommst und diesen rationalen Gedanken, dass das ein Einzelfall war, dass das ganz selten vorkommt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du betroffen bist, gigantisch gering ist, dass du diese logische Überlegung verstehst. Im Moment erreicht man dich ja nicht mit diesen Argumenten. Nicht wirklich. Also nee, das glaube ich auch. Ist auch verständlich. Wenn man so subjektiv von einer Angst getrieben wird, kann man nicht mit logischen Argumenten kommen. Das natürlich, ich habe mir auch überlegt, eine Therapie zu machen. Und Wie sehr verfolgt dich denn diese Angst, die du während der Arbeit hast, denn dann auch noch in dein Privatleben? Also ich sag mal so, wenn ich wieder in Düsseldorf lande, also ich wohne in Düsseldorf und bin hier auch stationiert und wenn ich jetzt hier lande und auf dem Weg nach Hause bin, ist das alles weg. Das ist immer nur
Aber wie schlimm umgekehrt, wenn du dann zum Flughafen fährst und hast einen großen Flug vor dir, geht es dir ganz schlecht. Dann geht es mir schlecht. Dann geht es mir, ich zum Beispiel, ganz simpel, ich habe geduscht vor der Arbeit, ich habe meine Uniform an, ich fahre zum Beispiel mit der Bahn auch, das sind 3 Stationen bis zum Flughafen, und merke einfach, dass ich nass geschwitzt bin und denke mir, oh Gott, du musst gleich so den Flug antreten. Mhm. Und wir müssen gepflegt sein natürlich. Und denke mir, ich bin dann auch schon mal des Öfteren auf dem Flughafen zur Toilette gegangen, habe mir ein neues Hemd angezogen, weil ich einfach mit diesem, ich war nass geschwitzt einfach. Ist eigentlich irgendjemandem das schon mal aufgefallen, dass du so eine Angst hast? Also meine Kollegen in der Kabine, also die Cabin Crew, da war schon so, dass ich mich beim Service nicht immer nicht so gut konzentrieren konnte. Und die haben mich schon gefragt, ja, geht's dir nicht gut? In der Galley hinten, wenn wir in der Küche waren. Und gefragt, was ist mit dir los? Und geht's dir nicht gut? Und ich sagte, ja, ist okay. Und hab das immer überspielt irgendwie. Und ich merke das selber halt. Ich nehme das absolut ernst, was du sagst, und kann das auch gut verstehen irgendwie, wenn man in so einem Beruf ist und man hat so eine Katastrophe mitbekommen. Es gibt sicher viele Kollegen, die das irgendwie wegstecken und sagen, na gut, okay, das war schrecklich, aber mein Leben muss weitergehen, mich betrifft es nicht. Ja, so ist das. Genau, so sagen viele, dass das Leben geht weiter. Auch meine Freunde sagen, ja, das ist ein Einzelfall, aber weiß ich, dass es ein Einzelfall ist, weißt du? Genau. Ist wirklich jemand nochmal dabei und die Gedanken sind da und die muss man ernst nehmen. Und insofern kann ich deine Angst sehr gut nachvollziehen. Aber wir beide sind uns einig, dass du was unternehmen musst, weil du schadest dir extrem damit. Ich weiß. Du machst dir das Leben schwer, deine Arbeit leidet darunter. Nicht, dass du irgendwann sogar noch einen Rüffel bekommst von deinen Chefs, dass du nicht gut arbeitest oder weil du irgendwie seltsam wirkst. Und das dann auch noch auf deine Arbeit niederschlägt. Das darf ja alles nicht passieren. Das heißt, du musst in eine Behandlung, ich vermute mal, das wird gar keine große Behandlung werden, sondern eher eine kurzfristige Sache. Aber wenn du an einen guten, effektiven Menschen kommst, der sich mit solchen Sachen auskennt, glaube ich, dass das relativ schnell zu kanalisieren ist, diese Angst, sage ich mal so. Das natürlich, ja, das würde ich mir wünschen, weil ich mag den Beruf sehr und ich habe mir den auch ausgesucht und es macht mir Spaß. Und wie lange, du bist jetzt 43, wie lange kann man das eigentlich machen? Also man kann es schon, ja, man kann es, ich sag mal, nicht bis zur Rente ganz machen. Also ich, noch ein paar Jahre auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon ganz gerne weitermachen. Und so, André, jetzt biete ich auch dir jetzt gleich ein Gespräch mit meinem Psychologen an, Beratungsgespräch, was du anstellen könntest, wie und wo du es organisierst. Okay, das wäre super. Ja, dann ruft dich gleich der Jürgen, der hat heute viel zu tun. Das heißt, es kann ein bisschen dauern, bis er dich gleich anruft, vielleicht noch eine Viertelstunde oder so, aber er ruft auf jeden Fall an. Kein Problem. So, ich wünsche dir, dass du rauskommst aus dieser Angst, dass die keine Macht mehr über dich hat und dass der Jürgen dir gleich ein paar gute Tipps geben kann. Ich drücke die Daumen. Ja, okay. Alles Danke Gute, André. Dir, ja? Tschüss. Okay, ciao. Todesangst ist das Thema.